So, guten Abend, heute bin ich mal mit der Gräfin Kadi unterwegs. Ich soll jetzt hier mal noch zwei Bittgesuche machen, aber der eine ist jetzt, glaube ich, fertig. Oh, was ist denn hier los, Mensch? Voll der Kampf. Die trauen sich was. So, komm, Lava, einer noch. Gucken wir mal, wer kommt. So. Ich muss hier oben Bittgesuche abholen. So. Oh, was ist denn das? Das ist eine niedere Welt. Die Prinzessin des Handels. Haha. Moment, vorspulen hier. Die liegt da gleich. Jetzt kommt jemand. Aha, die Edith. Mal gucken, was sie hat. Romeo. Und da müssen wir mal einen Stadtplatz besuchen. Ach nee, ihr wollt erstmal mein Lager auffüllen hier. Speisekammer. Was haben wir denn hier? Ich hätte gern ein weibliches Schaf für meine königliche Herde. Ich habe kein einziges Mutterschaf mehr. Kann ich bitte eins bekommen? Ja, ich kann die Herde eines armen Untergebenen nicht zugrunde gehen lassen. Das Vieh betreffende Angelegenheiten interessieren den Monarchen nicht. Gut, mich interessiert es zwar nicht, aber sie kriegt doch. Ja. Da hat sie Glück. Das ist so freundlich, bin. So, ich will mir hier oben meine Speisekammer auffüllen. Komm, verlass jetzt mal den Thron hier, Schnucki. Dann kommen wir hier rauf. So, dann tun wir alles mal reinziehen. Tschack. So, ein bisschen Fisch. Geiler. Jawohl, lecker, lecker. Ich glaube, das können wir nicht. Nee, das können wir nicht reinziehen. So, zwei Äpfel hätte ich noch anzubieten. Was haben wir denn noch? Da war doch noch mehr. Ach hier. Ach, jetzt habe ich es bloß einmal genommen. Naja, was soll der Geiz? Draufschlichten hier. Oh, was ist denn jetzt mit der Taube? Geh heute lieber. Was ist denn? Will die nicht? Doch dieselbe Taube. Ach, ich habe die auf den Apfel gehockt. Hey, Taube. Das ist doch eine Taube, ne? Oder nicht? Ach, das Geflügel. Hm? Naja, ist egal. Machen wir es halt so. Ist ja wurscht jetzt so. Was haben wir jetzt noch hier? Käse. Salz, jawohl. Eine Zwiebel. Ein Ei. So, hier sind noch drei Frösche. Für Froschsuppe. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Fischi. So. Gewürze. Ich glaube, jetzt müssen wir zusammen. Ah, nee, ist noch eine Rübe hier. Wenn wir mal Stopp drücken können, Mensch, wir Ochsen. Ja, ich hab's jetzt, glaube ich. Okay, da hat sie wenigstens mal ihre Speisekammer parat. Jetzt gehen wir mal hier zu diesem Schauplatz. Ah, ne, erst gehen wir mal bingeln. Ist ja immer ganz lustig, wenn die bingeln geht. Okay. Komm, Schnucki, du musst doch bingeln, oder? Jetzt, jetzt guckt er mir wieder zu beim Bingeln. Mensch, nicht einmal sehr hoch hat man hier beim Bingeln. Geh ab. Oh, abgestrohlt. Da muss der Armel, der wartet schon. So, jetzt gehe ich mir hier zu diesen. Aha, herrlich. Die steht da, der bingelt und der. Oh, herrlich. Ist das ein Gruppenbingeln hier? Wunderbar. So, ich gehe jetzt mal hier zum Brunnen. Da soll ich mal
Als das letzte Mal einer dieser Händler in die Stadt kam, war alles, was ich bekam, blubende Lenden. So, wir kommen auf zu. So, was haben wir hier? Mit Bäumen über seltenen Waren reden. Machen wir doch glatt. Wie sieht es hier aus? Schlafen gehen. Ah, Dächtelmächtel. Mit wem soll ich noch Dächtelmächtel machen, bitte schön? Oh, herrlich, das machen wir doch mal. Warte mal, was bin ich, eine Frau? Oh, mehr habe ich wohl nicht, oder was? Oh, ich habe wohl nur hier? Hm, na, dann nehmen wir halt die mal, die Bärter, die einfache Bürgerin. Jawohl, habe ich gerade was? Ah, das sehen wir auch nicht, das ist im Zelt, ne? Nicht, ob die das will, hä? Na, das war jetzt wohl irgendwie... Nix Wahres. Was hat die denn, die Olle? Ah, oh, jetzt haben wir mal einen Karl. Bauer Luke, jawohl. Moment! So. Naja, ich glaube, die wollen alle nicht so richtig. So, was sollen wir jetzt machen hier? Ah, ich sollte hin, ja. Flasche von. Ach, das ist ja schon. Flasche nehmen, jawohl. Mensch, was ist denn hier? Sieht doch ja gar nicht. Das ist ein Bild. So, jetzt auch. Oh, was ist denn nicht? Trunkenbold bin ich auch. Jawohl. Jo, bleib mal da, Alte, wenn ich über die reden soll, wieder noch einen Geist fragen. Komm jetzt wieder auf den Wasser holen. Kleiner Volk. Bin ja wahrscheinlich, hat sich gefreut. So, was haben wir denn jetzt hier? Stopp. Es stimmt, stelle dich einfach vor einem Spiegel und sprich die Worte Geist, ich beschwöre dich, und der Geist wird antworten. Wenn ich dich anlüge, soll die Grubenbestie mich holen. Uiuiui. Dieses Mädchen ist verrückt, aber trotzdem. Punkt, Punkt, Punkt. Ich soll mich jetzt hier vom Spiegel stellen, versuche Geist am Spiegel zu beschwören. Okay, machen wir das mal. Gehen wir mal nach Hause. Und beschwören mal den Geist vom Spiegel. Bin gespannt. Das war's wert. Das hatte ich jetzt auch noch nicht gehabt, das Quiz. Schauen wir mal. Ob's was wert. Komm, lauf. Mensch, dass die Wege immer so weit sind, Mensch. Die rammeln alle hinterher, das ist so erzeugt. Wo wollen die alle hin? Ey, lasst mich bei Jörn Ruhe, ey. So, jetzt bin ich daheim. Lauf, lauf, mein Gute, lauf, lauf, lauf. So, dann schauen wir mal. Muss ich mich eigentlich noch bloß vom Spiegel stellen hier? Hab ich überhaupt einen? Ah, ja, da ist er ja. So, ah, ja. Ich bin auch gespannt, was jetzt passiert. Was jetzt rauskommt aus dem Spiegel. Passiert ist was? Ja, die guckt da bloß dumm, nein. Was? Ich dachte, die tut irgendwie... Halt, warte mal, was ist denn das? Hallo Beschwörer, ich bin der Flaschengeist. Du kannst mich Geist nennen. Ach, die Alte hier, oder was? Aha, ja. Dir wird ein Wunsch gewährt. Was wünschst du dir denn? Puh, was wünsche ich mir denn? Was ist die Alte hier, oder was? Also, jetzt geh ab hier, Gott. So, du guck mal.
Was müssen wir jetzt machen hier? Was soll Gräfin Cordy sich als erstes wünschen? Ui, das wäre natürlich akut hier, ne? Unmöglich, das ist wirklich wahr. Nun ja, dann wünsche ich mir 1 Million Simoleons. Das wird wohl nichts werden, oder? Schauen wir mal, was gibt's noch? Unmöglich, das ist wirklich wahr. Nun ja, dann wünsche ich mir ewig zu leben. Mein Geld hätten wir ja, da können wir ja mal das probieren. Geist im Ich fühle mich gar nicht verändert. Bin ich jetzt wirklich unsterblich? Das sehen wir mal. Also ich soll jetzt hier, warte mal. Jetzt kann mich also nichts und niemand mehr umbringen. Musst du jetzt hier baden, Alter? Oh, die ist fett. Boah, du Scheiße. Naja. Komm, plauder mit dem Spiegel. Was denn hier? Ach, das war's. Oh nein, nein, wenn du von einem Banditen geschnappt wirst, wirst du auf der Stelle sterben. Das wäre ziemlich schrecklich. Allerdings würdest du nie alt werden. Ist das nicht großartig? Ja, eigentlich schon. So, was denn jetzt? Noch Wünschen fragen. Ach, hier unten die. Naja, gut, dann machen wir das mal. Gehen wir mal dahin. Ach, das ist aber der sonstige Mensch. Alter Schwede. Das ist ja schön. Ich wollte wirklich aufpassen, was ich sage. Wenn ich mir etwas wünsche, ich sollte die Frau aufsuchen, von der ich Geist habe, und fragen, ob es irgendwelche Regeln zu beachten gibt. Ja, das müsste man einmal wissen, ne? Weil, wenn man unsterblich sein will, das gibt bestimmte Regeln. Die Hülle haben wir zu Wasser, die Alte. Das Wasser geil. So, jawohl, was haben wir jetzt hier? Schauen wir mal. Oh, du hast dir bereits etwas gewünscht. Ja, ja, man muss ganz präzise sein, wenn man sich etwas wünscht. Sei vorsichtig, du hast nur noch 2 Wünsche. Oh, noch 2 Wünsche habe ich. Noch 2 Wünsche. So, was soll ich jetzt machen hier? 3 statt nur noch Wünschen fragen. Ich denke, ich habe die Wünsche. Naja, schauen wir mal. Wo geht's denn hin? Classic Walafim. Und wir sind jetzt... ich muss gut überlegen, bevor ich meinen nächsten Wunsch äußere. Ich sollte rumfragen und mich von den Stadtbewohnern inspirieren lassen. Aha, gut. So mad. Na, dann ist er gut. Was sind das überhaupt hier? Bitte schön. Die Bammelau. Ich kann mir mal was zu essen machen, oder geht das hier nicht? Ah, doch. Komm mir auf die Plaudern, wir müssen was essen. Ah. Ja, wir können ja bloß das hier machen. Röstratte. Das ist ja auch ganz... Klingt nicht lecker, aber... Könnte lecker werden. Ey, was ist denn hier los? Eingeschickt. Ist der Post weggeschickt, hä? Jawohl. Na gut, Leute, ich werde erstmal Schluss machen. Ich gucke mal, ob ich die Wünsche mal noch zusammenbekomme hier. Und wir sehen uns mal wieder, ne? Also, denn, und außerdem muss ich erst hier mal meine Röstratte essen. Tschö.